Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich euch, was ich bei Kaufland und Lidl gekauft habe. Los geht's und viel Spaß dabei. Ja, wir starten erstmal mit den Sachen von Lidl, weil die halt weniger sind. Und ja, ich habe nämlich bei Lido einmal von der Bevarum Family Type Latte Macchiato gekauft mit feiner Espressonote, Classico, so sieht die Verpackung aus. Den hält 500 Gramm, genau. Und ja, was kann ich euch? Hier kann man sehen, wie man es macht. Ich mache immer mit Milch, weil es mir besser schmeckt, aber ihr könnt auch mit heißem, nicht mehr kochendem Wasser machen. Ja, genau. Und ansonsten, ja, Ablaufsdatum sehe ich also nicht. Und ja, die haben mehrere Sachen von Bevarum, wie Family Cappuccino in Schoko, White und Karamell Geschmack. Da könnt ihr das unten sehen. Und dieser Typ Latte, die Latte Macchiato, hatte 2,79 € gekostet. Außerdem habe ich noch eine laktosefreie Milch gekauft von Milbona mit 1,5% Fett. Und ja, enthält 1 Liter nach ein Ablaufsdatum bis 10.23. Und die Milch hat 1,29 € gekostet und ich habe insgesamt 4,08 € bezahlt. So, genau. Jetzt kommen wir schon zu der Kaufhof. Kaffeehof ist in dieser riesigen Torbe. Da waren auch die Latte Macchiato und die laktosefreie Milch drin. Aber jetzt zeige ich euch, was ich auch bei Kaufland gekauft habe. Und zwar, zuerst habe ich die ganz normale, natürliches Mineralwasser gekauft, ohne Keulensäure, Stiel, der hält 0,75 Liter. Das ist eine Flasche mit Schnuller. Die kommen oben mit Schnuller. Ihr seht die Schnuller, total niedlich. Und also da habe ich auch noch eine so in kleinere Version gekauft. Ist genauso das gleiche Wasser, nur in 0,5 Liter. Das sage ich euch, wie das also. Also die 0,75 Liter kostet als Pfand 25 Cent und die 0,5 Liter ist genauso 25 Cent. Aber da kommen wir schon. Die kleinere Flasche kostet 1,05 €, damit ihr Bescheid weiß. Und die größere, die ist billiger geworden, kostet nur 50 Cent. Genau, so viel kosten die beiden Flaschen was. Dann habe ich nämlich Suppen gekauft. Und zwar, ihr wisst bestimmt nicht, dass ich zurzeit am Fasten bin. Wir haben die sogenannte Bogorodischni Posti, die von 14.8. bis 27.8. sind. Und es gibt auch Tage, wo man nicht fasten darf, wie zum Beispiel, wenn man sein Frauenproblem hat, so wie ich gerade. Und da muss man auf jeden Fall die Fastenzeit nachholen. Das kennt ihr alle. Und ja, jetzt kommen wir aber zurück zu meinem Video. Und zwar, ich habe einmal von Maggi die Grießklößchensuppe gekauft mit natürlichen Zutaten. So sieht die Verpackung aus.
Den hält ein Liter und hat ein Ablaufdatum bis 5.2023. Und auch habe ich dir Frühlingssuppe gekauft, ebenso von Maggi. So sieht die Verpackung aus. Und die gibt auch ein Liter und hat genauso ein Ablaufdatum wie die Grießklößchen-Suppe, also bis 6.2023. Eine Suppe kostet 99 Cent und die beiden haben 1,99 € gekostet. Genau. Aber auch hier der Kassenbon. Dann kommen wir schon zu Musikbezahlen rausholen. Jetzt, das kann ich euch gar nicht zeigen. Ich muss kurz ein paar Sachen rausholen von der Tüte. Weil es hat nicht so viele Sinn. So, und zwar, ich habe einmal, ihr wisst das, Amihurt hat neue Joghurten rausgebracht hat, die laktosefrei sind, und ich habe einmal Amihurt laktosefrei Joghurt gekauft in Geschmacksrichtung Pfirsich Maracuja. Den hält 150 Gramm und hat ein Ablaufdatum bis, ich weiß nicht, wo das Ablaufdatum steht, bitteschön. Also, bis 20.09. Genau. Ein solcher Joghurt kostet 79 Cent und dann alles zusammen hier wurde ein bisschen, irgendwie komisch berechnet, aber eine kostet 79 Cent und ich habe davon 8 Stück gekauft. Wir haben einmal Pfirsich-Maracuja, nochmal Pfirsich-Maracuja. Dann habe ich noch Stracciatella gekauft. Da sind 4 Stück Stracciatella, auch aus der gleichen Reihe. Und einmal habe ich dann Erdbeere gekauft. Das sind 2 Stück und ja, genau. Die kosten alle 79 Cent. Das heißt, wenn man bei mir wurde das gerechnet, erstmal nur die 4 Stracciatella sind rausgekommen 3,16 €. Da wurde 2 gerechnet, die Erdbeeren. Die haben insgesamt 1,58 € gekostet und dann die Pfirsich-Maracuja genauso 1,58 €. Dann habe ich eine reduzierte Sache gekauft und zwar von Müllermilch veganer Reis auf Kokosbasis mit Geschmacksrichtung Kirsche. So sieht die Verpackung aus, der war reduziert. Hat erstmal hatte 1,09 € gekostet, jetzt hatte 54 Cent gekostet. Irgendwie ist der Preis weggegangen, aber genau, hier steht auch 54 Cent. Und hat ein Ablaufdatum bis 22.08. Das heißt, bis Montag, wenn ich heute Abend esse. Und jetzt kommen wir zu den letzten 2 Sachen. Genau. Und zwar habe ich wieder Milch gekauft. Ihr kennt schon von Kavan Tiger Market die laktosefreie Milch. Genau so sieht die Verpackung aus. Der enthält 1,5% Fett. Und hat ein Ablaufdatum bis 16.11.2022 und enthält 1 Liter. Genau. Der hat auch 1,29 € gekostet. Ist ja halt 29 Cent teuer geworden. Das war damals 99 Cent. Habe davon 2 gekauft. Und die beiden haben, ja, muss jetzt gucken, wo ich das gesehen habe, 2,58 € gekostet, beide. Genau. Ja,
Wie sieht Tobisle als Sache tut. Nicht wunder, dass ich die Sache erstmal in Tüte und dann in einer Tobe packe. Tüte packe ich, damit nicht die Tobe nass wird. Denn manchmal kann es passieren, dass sich Milch oder Wasser oder irgendetwas anderes sich schüttet. Und deswegen packe ich auch in Tüte. Die Tüte mache ich dann so mit einer Haargummi und dann kann ich die Torbe ganz normal tragen, ohne unsicher zu sein, dass sich irgendetwas in der Torbe schüttet. Genau, also, das ist als Tipp. Und falls ihr mich fragt, aus woher dieser Lippenstift ist von Essence, diese langanhaltende Lippenstifte in der Farbe 06 Now or Never. So sieht die Lippenstift aus. Die Farbe ist eine wunderschöne Rotton, der aber mehr Richtung Braun geht, ist auch ganz gut jetzt für die Herbstzeit. Oberteil als auch die Hose sind von Zeunter und die Ohrringe sind von Bio-Brigitte. Ich werde euch die Internetseite auch unten in der Infobox reinlegen, genauso von Carphone als auch von Lidl, damit ihr dann schneller finden könnt, was sie so haben. Außerdem werde ich euch die Apps auch unten in der Infobox legen. Und zwar Lido hat die App Lido Plus App und Kaffee Plus. Genau. Ja, dann könnt ihr euch die Lido Plus App als auch die Kaffee App einfach mal aktivieren und herunterladen. Ja, das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben, schreibt ihr unten in die Kommentare, abonniert ihr meinen YouTube-Channel und aktiviert ihr die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten danke ich fürs Zusehen. Einen schönen sonnigen Tag wünsche ich euch noch. Bleibt gesund, bleibt stark, passt auf euch sehr gut auf. Wir sehen uns diesen Donnerstag mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.